Wenn wir uns heute am 12. September hier am Kosakendenkmal versammelt haben, dann ist es für uns das Gedenken für die Befreiung Wiens von den Türken. Das ukrainische Kosakendenkmal im Türkenschanzpark ist eigentlich eine sehr interessante Location, kann man sagen, weil genau hier in diesem Bezirk natürlich auch sehr viele türkische Familien, Neoösterreicher und so weiter sich aufhalten und hier die Zeit verbringen und so weiter, aber mit dieser Geschichte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund verbinden. Ja? Manchmal denkt man sich, dass Europa eigentlich in unserem Jahrhundert und gerade am Beginn dieses Jahrhunderts diesen Angriffen ausgesetzt ist, einer Islamisierung, die Europa zu überrennen scheint. Europa hat gelebt gegen die Gesetze und Gebote Gottes. Dann kann man eigentlich nur sagen, ist wirklich diese Islamisierung auch in unseren Tagen, wie damals, eine Strafe Gottes. Und dies beheben wir nicht, indem wir irgendwelche rechtsliberalen Parteien wählen, aber das beheben wir auch nicht damit, indem wir uns zu irgendwelchen säkularen Kundgebungen am Kahlenberg versammeln und dort für die Aufrechterhaltung eines liberalen Europas kämpfen. Sondern das beheben wir nur dadurch, indem wir auf die Knie fallen und Gott für unsere Sünden und die Sünden unserer Mitmenschen Vergebung bitten, damit dieses Schwert des Islams von Europa abgewendet wird. Und das geschieht nur, indem wir nach einem reinen Herzen suchen und uns selbst bekehren. Kosaken, die ja auch sehr stark die Gottesmutter verehren, sind natürlich ein großes Vorbild. Sie sind religiöse Kämpfer, sie sind die Krieger Christi, sie sind die Krieger des Lichts, die Krieger des Guten. Und dementsprechend können wir sagen, dass wir froh sind, dass wir hier in Wien ein so schönes Denkmal haben. Und wir werden jedes Jahr hier vor diesem Denkmal gedenken, den Kosaken, die gefallen sind, zur Verteidigung des Christentums in Europa. Alles Gute, Gottes Segen.